So, jetzt der Fuckbug und der zweite Fuckbug pisst mir ans Bein. Jo, Servusle zum weiteren Part Frankies Horror Trip. Wir sind hier immer noch im Horror Level. Sollen wir mal kurz das Mikrofon ordentlich positionieren. Dostens Schlamberei hat wieder zugeschlagen. So, jetzt kann's weitergehen. Wir sind hier im... ich möchte jetzt mal sagen in der Horror Stage, aber das glaube ich sage ich auch in jedem Part. Es hat sich nichts geändert. Wir sind zwar schon in Stage 22. Aber es ist alles hier Horror. Und zwar von der übelsten Sorte. Der Hack hat seinen Namen zurecht. Heute mal mit weniger Aggressionen, hoffe ich doch. Ich hoffe's. Ich hoffe's, dass ich's ohne Aggression überstehe. Nein, so schlimm ist es nicht. Also, man kommt hier schon... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen durch, aber man... Ich muss mich weniger aufregen, wie es manchmal im Video rüberkommt. Das ist halt einfach meine derbe Art und mein Dialekt und so weiter, der das Ganze schlimmer erscheinen lässt, als es ist. So, jetzt konzentrieren wir uns mal hier auf dieses Level. Und fallen mal eiskalt durch den Block, weil Baum. Oder eben weil nicht Baum, ist auch möglich. Wäre da ein Baum, wäre es nicht passiert. So, jetzt der Fuckbug und der zweite Fuckbug pisst mir ans Bein. So schön gelaufen und dann sagt der zweite Fuckbug, nö. Tja. Müssen wir weiterkämpfen. Wir kämpfen gegen Abgründe, Piranhas, Fuckbugs, Feuer. Alles ist gegen uns in dieser Welt. So ein dummer kleiner Scheiße. Der möchte uns nicht durchlassen. Kommt mir vor wie so ein Brückentroll. So, so, das richtige Timing, Doschen. Das richtige Timing ist alles. Das war's nicht. Das habe ich schon gesehen, als ich losgesprungen bin. Dass das nichts wird. Das wird nichts. Ja, die Stage 22 hier hat's in sich. So. Das Problem ist noch nicht mal... Ja, das Level-Design, aber das stimmt ja nicht. Das ist schon das Problem. Verdammt. Das Problem sind die Bugs in diesem Spiel, die in diesem Level bis ans Äußerste ausgereizt wurden. Oh, das war Skill! Hier diese Stelle zum Beispiel, da fällt man sehr leicht und ohne Probleme mal durch den Block. Aber ich glaube, wer das Projekt hier verfolgt, weiß es inzwischen. So geht's auch. Tja. Durchgefallen. Gianna Sisters ist durchgefallen. Einmal Durchfall bitte. Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden? Naja, wenn sie die Wanne voll kriegen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie schaffen, wollte ich sagen, aber... Wird wohl nix. Vielleicht geht das Ganze auch total falsch an. Das ist natürlich auch möglich. Vielleicht muss ich um ein paar Ecken denken. Vielleicht muss ich... Nein, muss ich nicht. Auf den Zaccaroni wollte ich, also seitwärts. Da muss man ja irgendwo drauf stehen können. Da gibt es so einen kleinen Absatz auf diesen Zaccaronis, auf denen man stehen kann. Verdammt, hier war er nicht. Hier war er nicht. Na gut, lassen wir das mit dem Zaccaroni. Lassen wir das mit dem Zaccaroni. Und versuchen es auf regulärem Weg. So.
Und übereifrig und ohne Geduld, wie wir nun mal sind, springen wir eiskalt in den Fuckbug. Ja, das habe ich schon drauf, ne? Also mich sinnlos in den Tod stürzen, habe ich voll drauf. Volle Lotte. So wie jetzt zum Beispiel. Ganze Zeit habe ich das Timing im Auge und plötzlich ist es weg. Ja, das ist zum aus der Haut fahren, das ist zum... Verdammt. Ich glaube, ich darf gar nicht zögern. Ich muss gleich durchrennen und springen und den Fisch Fisch sein lassen. Ja, dann klappt es auch. Nur das klappt nicht. Nur das will mir nicht gelingen. 5,5 Minuten Failerei. Auch das seid ihr schon gewohnt. Aber wenn ich das hier geschafft habe, dann kann ich sagen, ich habe es geschafft. Geile Logik, oder? Geile Logik. Tja. Wenn ich es geschafft habe, kann ich sagen, ich habe es geschafft. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich sagen, ich habe es nicht geschafft. Das ist halt dann, ne, der Umkehrschluss. Warum klappt es hier nicht mehr? Ich falle jedes Mal durch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da genau falsch mache. Irgendwas scheine ich ja falsch zu machen. Es reagiert immer wieder anders. Wenn ich hier ein bisschen warte vielleicht. Dann hat sich das Spiel vielleicht erholt. Und hat die Sprites voll geladen. Aber der Fuckbug, der möchte nicht, dass ich hier durchgehe. Der Fuckbug sagt, nein. Du kommst nicht rein, Alter. So, also wir warten hier, bis das Spiel sich komplett aufgebaut hat und fallen trotzdem durch. Also, das war wohl nicht des Rätsels Lösung. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Leute. Dann ist es wohl eine Glückssache. Dann ist es so Blackjack-mäßig oder Slot-Machine-mäßig. Einmal ja, einmal nein, der Rest ist egal. So, und auf dem Fuckbug und auf dem Fuckbug und übers Feuer. Hammer. Und jetzt diese geile Scheiße hier. Die ist halt auch nicht besser. Die ist überhaupt nicht besser. Tja, und schon bin ich down. Das ist ein mieses Level, Leute. Das ist ein richtig mieses Scheiß-Level. Da haben sie mal alles rausgekramt aus ihrer Trolling-Box. Sämtlichen miesen kleinen Tricks haben sie da verbaut. Tja. Horror halt. Horror. So, mal wieder haben wir es geschafft. Und mal wieder fickt uns der Fuckbug. Daher auch der Name Fuckbug. Weil er uns permanent abfuckt. Jo. Was soll ich jetzt da noch sagen? Fällt mir nichts mehr ein. Es ist ein bisschen... Also ich bin überzeugt davon, dass es für einen Zuschauer wahnsinnig langweilig ist. Vielleicht ist es sogar auch wahnsinnig amüsant. Das ist natürlich auch möglich. Aber heute wird es keine Ragerei geben in diesem Part. Heute mache ich einen ruhigen. Hinzu kommt noch, dass es jetzt vorerst der letzte Part sein wird. Wird der letzte Part sein vor der großen Winterpause. Ich hatte ja eigentlich gehofft, ich schaffe dieses Spiel in diesen... Was haben wir jetzt? Ich glaube, der sechste Part ist das hier. Ich schaffe dieses Spiel in 6 Parts. Aber nein. Tja, dann wird's halt unterbrochen. Und ich mache im Januar mit der Schoße weiter. Dann habe ich ja schon mal einen Grund drauf, mich zu freuen. Habe ich schon einen Grund, mich zu freuen auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr geht dann quasi genauso beschissen los, wie dieses Jahr endet. Mit Frankie's Horror Trip. Bin ich gespannt, ob ich 2018 immer noch durch diesen Block fall. Da bin ich echt gespannt. Sollten wir dieses Level in diesem Part nicht schaffen, werde ich auch 2018 durch den Block fallen. Es sei denn, ich
ich bringe den nächsten Part noch dieses Jahr. Das ist natürlich auch möglich, irgendwo zwischen Weihnachten und Neujahr. Wären ja noch ein paar Tage Zeit. Mal gucken, wie ich es umsetze. Was die Zeit sagt, was die Lust sagt. Mal gucken. Nein. Es funktioniert nur bei jedem zehnten Mal. Hat schon so ein bisschen was von Überraschungseier. Der Überraschungsei-Effekt. In jedem siebten Ei. Und hier bei jedem siebten Sprung, da kommst du hier vorbei. Knapp. Knapp, aber geschafft. So, rein theoretisch müsste ich jetzt beim nächsten Mal drüber kommen. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt, wie oft ich jetzt gestorben bin, aber ich würde jetzt mal sagen, für die Statistik müsste jetzt wieder klappen. So. Nein, klappt nicht. Klappt nicht. Na, vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Es ist halt so eine wahnsinnige Scheißpassage. Und die mit den Blobs ist halt nicht besser. Die ist in keinster Weise besser. Dieser schräge Sprung unten im Wasserbereich. Das sind zwei Passagen, die sind einfach nur durch Glück schaffbar. Zumindest für mich. Ich sehe keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit, mich da irgendwie durchzuskillen oder so. Jetzt haben wir mal wieder geschafft und schon sind wir da. Den Bereich meine ich. Wie ich das hier mache, ist mir auch ein Rätsel. Und schon schmier ich ab. Der Kantenbug hier und dann so ein Level-Design. Ich glaube nicht, dass viele Leute diesen Hack gespielt haben. Oder zumindest nicht durchgespielt haben. Weswegen die wenigsten überhaupt die höheren Stages zu Gesicht bekommen. Was wiederum bedeutet, Sandy und Mr. Nibble haben halt einen Haufen Arbeit in einen Hack gesteckt, den kein Schwein wirklich zockt. Und das ist halt nicht, also in meinen Augen ist es halt nicht Sinn der Sache. Behaupte ich jetzt mal, also wenn ich ein Spiel entwickeln würde oder einen Hack erstellen, dann möchte ich ja, dass die Leute meine Arbeit bewundern und nicht nach 5 Minuten resigniertes Game ins Eck schmeißen und nie wieder anschauen. Dann habe ich ja nichts davon. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es ja falsch. Vielleicht hat es was mit Entwickler- und Hackersteller-Ehre zu tun oder ich weiß es nicht. Aber es ist im Grunde wie bei so Mario Maker. Man möchte ja, dass der Spieler trotzdem irgendwie das Level schafft. Sonst sieht er ja die ganze Mühe nicht, die da drin steckt. Aber wahrscheinlich gibt es Leute, die da weniger Ehrgeiz haben. Oder einen anderen Ehrgeiz, eine andere Art Ehrgeiz, sagen wir mal so. Die da eher der Meinung sind, sie möchten, dass der Spieler resigniert den Pad ins Eck feuert und das Game nicht mehr anrührt. Ja, und dass der Hack noch existiert, verdanken sie ja eigentlich nur dem Internet. Na, sonst wäre er ja in der Versenkung verschwunden. Verdammter Fuckbug. Sonst wäre er schon lange in der Versenkung verschwunden und kein Schwein würde sich dran erinnern. Niemand würde heute wissen, wer Mr. Nibble und Sandy war. Niemand. Aber dank dem Internet und dank dem Mangel, sag jetzt, oder den Mangel in Anführungsstrichen, den Mangel in Anführungsstrichen an Gianna Sisters Hex, haben halt gewisse Hex überlebt. Ich weiß gar nicht, ob es mehrere Hex gab zu C64-Zeiten, also als der C64 noch aktuell war. Ob es da mehr Hex gab und einige oder einige den Weg nicht in die Computer, in die PC-Welt, ins Internet gefunden haben, ist natürlich möglich. Dass zu Hause noch auf der einen oder anderen Diskette noch dieser eine oder andere Hack schlummert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber möglich ist ja alles. Möglich ist ja alles. Also das Ganze hier hat vom Schwierigkeitsgrad her und beziehungsweise von der Anzahl der Parts ja mittlerweile schon Qualitäten angenommen. Die sind nicht mehr normal. Für so ein kleines, publiches, kurzes Spiel schon 6 Parts. Ich schätze mal, wenn es so weitergeht in dieser Geschwindigkeit, dann werden es nochmal 5-6 Parts werden. Das ist halt dann schon krass, das hat ja schon fast Vollpreis-Qualität.
von so manchen Games. So. Och Mann. Die Time Arrival will mir nicht gelingen. So, Doschen, noch 5 Minuten in etwa. 5, 6 Minuten, dann bist du erlöst. Zumindest vorerst. Und das ist ja auch irgendwie mein primäres Ziel. Content schaffen. Das Level zu schaffen ist gar nicht mein primäres Ziel heute. Ich will noch einen Part aufnehmen, damit ich ein Video hochladen kann. Und dann geht's ja sowieso weiter mit dem Adventskalender. Und dann kann mich hier dieser Hack knapp ein Monat mal kreuzweise. Das wird schön. Das wird schön. Das wird gemütlich. Das wird stressfrei. Ragefrei vor allen Dingen. Ja, auf dem Adventskalender freue ich mich schon. Ich habe hier einige Games auf Halde, die ich euch präsentieren möchte. Einige sind sogar so gut, dass sie ein Let's Play durchaus verdient hätten. Manche von den Games, die ich euch präsentiere, waren sogar schon mal auf meiner Let's Play-Liste gestanden. Ich habe sie wieder runtergenommen aus Zeitmangel. Trotzdem möchte ich sie euch zeigen und es ist halt der ideale Weg, das zu tun. Außerdem kann die Community ja selbst entscheiden, welches Spiel sie gerne als Let's Play sehen möchten. Es sind einige Perlen dabei, einiges Bekanntes, einiges Unbekanntes. Einiges Grandioses, natürlich auch ein bisschen Trash. Es soll ja eine gesunde Mischung werden. Aber alles mit Schwerpunkt Jump'n'Run. 2D und 3D wohlgemerkt. Neu und alt, alles dabei. Haufen Indie-Titel. Natürlich Indie-Titel. Unter den Indie-Titeln gibt es da einige Perlen. Also, da ist so unterm Radar der Masse einiges entwickelt worden, das durchaus vorzeigens, wie sagt man, vorzeigewürdig? Ja, vorzeigewürdig ist. Das Lustige ist, dass es mit Sicherheit noch viel mehr und viel bessere Indie-Titel gibt, die mir ebenfalls unbekannt sind. Tja, so wird es nichts droschen. Und drum werde ich im Adventskalender 2 Türchen dem Zuschauern überlassen. Also, da darf der Zuschauer oder die Zuschauer, also quasi ihr dürft mir Vorschläge machen, beziehungsweise wenn ihr wollt, und das würde ich begrüßen, könnt ihr mir sogar einen Steam-Key zukommen lassen von dem ein oder anderen Spiel, welches ihr gerne im Adventskalender haben möchtet. So. Jetzt gucken wir mal. So. Und tja, wieder nix. Von dem ein oder anderen Spiel, das ihr gerne im Adventskalender haben wollt, wenn ihr mir da einen Steam-Key zukommen lasst, wird es natürlich präsentiert. 2 Türchen, wie gesagt, habe ich für euch reserviert, habe ich freigehalten. Die restlichen 22 Türchen sind mittlerweile belegt. Also ich habe mein Repertoire zusammen. 22 Games, das ist eine Masse. Aber in heutiger Zeit eigentlich kein Problem. Bei den Milliarden an Spielen, die es in der Zwischenzeit gibt, man weiß gar nicht, was man zocken soll. Das Überangebot, der Überfluss. Manche finden das toll, andere finden es übertrieben. Ich gehöre mehr zu den Leuten, die sagen, es ist übertrieben. Was soll man mit der ganzen Scheiße? Lieber 2 gute als 20 schlechte. So ist es halt. Aber die Masse da draußen möchte Masse statt Klasse. Ja, die Masse möchte Masse. Weil die Masse da draußen ja auch nur Masse statt Klasse ist. Aber das ist ein anderes Thema. Heute darf sich ja jeder vermehren und groß ziehen lassen. So. Wir haben es mal wieder geschafft. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier mit dem Fuckbug hinkriegen. Nein, kriegen wir nicht. Ich spring zu früh. Ich muss mich mehr auf den Fuckbug konzentrieren. Mittlerweile komme ich noch nicht mal mehr über den Fuckbug drüber, was bedeutet, dass ich schon wieder total überreizt bin. Überreizt und von der Failerei gefrustet. Stage 22 ist horrormäßig. Aber ich wurde ja davor gewarnt.
möchte jetzt nicht, also ich kann nicht behaupten, ich hätte von nichts gewusst. Ich wurde davor gewarnt. Dass es allerdings so miese Trollerei ist, dass hier mit Bugs gespielt wird. Es fehlt ihr eigentlich noch, dass sie wollen, dass er mit irgendeinem Glitch durchs Level kommt. Und wer den Glitch nicht kennt, kommt halt nicht weiter. Sowas fehlt noch, aber ich bin fast überzeugt davon, sowas wird noch kommen. Ich hab's irgendwie im Urin. So ein Scheiß, so ein unfairer Scheiß halt. Mal unfairer geht's immer. Egal wie beschissen und wie scheiße irgendwas ist, es gibt immer irgendwo einen, der setzt noch einen drauf. So ist es nun mal. Das Gegenteil schaffen die Leute nicht. Ja, man merkt ja, wie schwierig es ist, ein saugeiles Spiel auf den Markt zu schmeißen. Und im umgekehrten Fall wird es ja heißen, egal wie geil was ist, es gibt immer einen, der macht was Geileres. Aber genau das ist nicht der Fall. Nur die Dekadenz ist grenzenlos. Also ist das nun mal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Irgendwie schaffen wir das nicht. Schaffen wir das nicht. So, 21 Minuten. 21 Minuten, Leute. Zumindest fast. Hätte ich gesagt, zocken wir 25 Minuten lang, dann habe ich hier mal wieder 25 Minuten lang sinnlosen Scheiß gelabert und bin eine Milliarde Mal gestorben. Ja, dann habe ich mein paar Zoll erfüllt. Verdammt. Sie fällt halt einfach durch und das zum tausendsten Male. Wenn ich diese Stage hier geschafft habe, mache ich drei Kreuze. Der Adventskalender bewahrt mich davor, diese Stage vor Aggression zu skippen. Aber vielleicht kommt es ja nach dem Adventskalender. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Wenn ich die Stage nicht schaffe, im nächsten Part halt dann irgendwann nach dem Adventskalender, wenn ich sie nicht schaffe, werde ich sie vielleicht doch skippen. Vielleicht werde ich sie zum Schluss nochmal probieren. Ich weiß es nicht. Aber sie ist so ultra hardcore nervig mittlerweile. Dass es nicht mehr lustig ist. Ich bitte dich, Merlin, oder ich bitte euch, Merlin und Moleplay, in eurem Hack bitte nicht so eine Scheiße einzubauen. Das Ausnutzen von Bugs als, wie soll ich sagen, als Hindernis, ist einfach nicht lustig. Da gibt es mit Sicherheit irgendeinen Trick, um da drüber zu kommen. Es gibt mit Sicherheit einen Trick, den man anwenden muss, damit man nicht durch die Blöcke glitscht. Aber ich kenne diesen Trick halt nicht. Und den werden die wenigsten kennen, weil es halt einfach keine gängige Mechanik ist. Es ist ein Bug. Warum soll ich mich gegen Bugs wehren? Warum soll ich lernen, mich gegen Bugs zu wehren? Wenn Bugs doch nur einfach nur Bugs sind. Versteht, was ich meine? Das war dumm. Das war dumm. Aber der Dosch ist jetzt gerade dabei, ein bisschen Zeit zu schinden. Ich werde dieses Level sowieso nicht schaffen mehr in diesem Part. Chance verpasst. Chance vergeicht. Schade. Schade, schade, Marmelade. Aber was soll's. Verdammt. Interessant finde ich nach wie vor, wie oft die Giana Sister 6 geklickt werden von euch. Also es gibt da eine richtige Fangemeinde. Es gibt zwar sehr, sehr wenig Kommentare, verglichen jetzt mit anderen Projekten, aber es gibt verhältnismäßig viele Klicks. Also, für die Verhältnisse meines Kanals, sagen wir mal so. Da habe ich schon andere Let's Plays und Games gezockt, die bei weitem weniger Aufmerksamkeit bekamen. Da es so gut wie keine Kommentare gibt, weiß ich allerdings auch nicht, ob die Klicks von meiner Community stammen oder von fremden Zuschauern, die rein zufällig meine Videos irgendwie vorgeschlagen bekommen. Die Demo zum 30-Jährigen ist auch schon mittlerweile bei über 230 Klicks oder so. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir wieder hier. Und schon schmier ich ab. Das ist so erbärmlich, Doschen. Das ist so erbärmlich. Was soll's? Tja, habt ihr nicht wirklich viel gesehen heute?
Außer, ja, dieses Gianna Get Ready, Stage 22. Das habt ihr heute ein paar Mal bewundern dürfen. Wäre ein prima Thumbnail. Aber auf diese Art und Weise sparen wir uns einen Time Death. Den hat man nämlich schon lange nicht mehr. Wie denn auch? Wir leben gar nicht so lang, um an Zeitmangel zu sterben. So, langsam. Verdammt. Verdammt. Wenn man den Bug nicht gleich erwischt, den Fuck-Bug, dann erwischt er einen. Dann macht er einen selbst kaputt. Ja, Resignation auf ganzer Linie. Resignation. Das ist eine Kampfstage hier. Das ist wirklich, das ist böse. Tja. Also, ich probiere es jetzt noch einmal, Leute. Ich versuche jetzt noch einmal mein Glück. Und danach werde ich den Part beenden. So. Und schon wieder durchgefallen. Okay, Leute. Dann war's das an dieser Stelle. Wir sehen uns irgendwann einmal wieder nach dem Adventskalender. Also, ich schätze mal, entweder zwischen Weihnachten und Neujahr. Es sei denn, ich habe da was anderes am Laufen. Irgendwie Weihnachts- oder Silvester-Special-Let's Plays. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oder wir sehen uns eben im Januar 2018 wieder. Hoffe ich doch. Möglich, dass ich erst das Adventskalender, wie soll ich sagen, den Adventskalender gewinne. Ich verlor es ja nicht, sondern ihr könnt ja ein Let's Play wählen. Unter Umständen werde ich das Let's Play gleich im Januar starten. Nachdem der Gewinner bekannt geworden ist. Und nach dem Gewinner-Let's Play wird es dann mit Gianna weitergehen. Ich weiß es noch nicht, wie ich es umsetze. Werden wir sehen. Es kommt drauf an, wie lang so Mario Odyssey noch läuft. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel wird noch ewig laufen. Wir sind gerade mal bei 370 Monden oder sowas um den Dreh. Und wenn man bedenkt, dass es 999 gibt, dann habe ich jetzt gerade mal ein Drittel hinter mir. Und bin schon bei Part 46, 48. Also das heißt 150 Parts, wenn man unter Umständen zusammenbekommen für das Game. Also wenn es glatt läuft, wenn es normal läuft, wenn es Hardcore-mäßig wird. Dann wird es natürlich mehr. Oder ist die Time Death vor lauter Laberei. Werden wir sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Frankie's Horror Trip. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Auch nicht auf With Me. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Doschten.